Hallöchen, meine kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Oh Gott. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Project Zero 2. So, ich gucke noch mal ganz kurz in die Camera Obscura. Ne, dafür kriegen wir nichts. Aufrüsten können wir auch nichts. Tilmphyb, da ist es wieder. Tilmphyb 14. Ja. Filmtyp 14. Es ist furchtbar, ne? Wartet mal. Ich wollte mal auf die Verbesserung. Nein. Verbesserung. GP benötigt. Glaubt ihr? Erlaubt ihr den Klauen von Geistern auszuweichen? Okay, das sollten wir schon anhaben, ne? Hier ist nichts weiter los. Ich muss auch noch mal in die. Warum mache ich das eigentlich jetzt? Ja. Oh, warte mal. Ach so, das ist die Geschichte nochmal. Frau mit roter Schärpe. Ja. Also wir haben jetzt hier einfach alles, ne? Eine Geisterliste weiß ich jetzt nicht. Herumirrende Frau. Ach so. Mann bei Veranda, Frau im Netz. Verstecktes Mädchen. Kind. Fortschritt 10%. Opfer des Kusabi. Okay. Gut. Okay. Wir trauen uns jetzt mal in den blutbefleckten Raum. Ich will eigentlich gar nicht, ne? Aber wir müssen hier rein. Und ich gehe gleich wieder raus. Ah ja, jetzt können wir es berühren. Ich muss vorsichtig sein, die Geisterhand, ne? Ja, ich rede gerade von ihr. Und sie kommt auch direkt. Mal gucken, ob sie es nochmal versucht. Diesmal nicht. Oh, Kräutermedizin. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir die Kräutermedizin schenkt. Ja. Ich gucke aber erstmal hier im Raum rum, bevor ich da reingehe. Ich habe immer Angst. Ey, nice! Trägheit! Das Trägheit-Objektiv. Wirkung verlangsamt Geister. Geistpunkt benötigt 2. Aufrüstung. Geister werden länger verlangsamt. Dieses Objektiv verlangsamt kurzfristig jeden Geist, der damit fotografiert wird. Das ist nicht schlecht. Ich will die direkt reinmachen. Ich will die direkt reinmachen, sagte sie und drückte wieder den falschen Knopf. Aufrüsten. Ich will. Ach Quatsch, ich muss ja ins Zubehör. Ja. Warte mal, was war das? Kann ich die einsetzen? Stoß. Stoß ist ausgerüstet. Das ist langsam. Okay, habe ich denn Geistpunkte? Das wäre jetzt hier mal einfach die Frage. Ach, die Geistpunkte sind bestimmt das, wenn ich fotografiere, ne? Kurz. Oh, 11 Kräutermedizin. Ich hoffe, dass die nicht so schnell. Ja, ich gehe doch gleich rein. Ich weiß, du jodelst hier so völlig verführerisch vor dich hin, aber. Ja. Es wird kein Luftzug durch den Raum, aber die Tür am hinteren Ende bewegt sich. Wir öffnen sie. Oder? Ja. Und wieder steht er hinter mir. Der Drecksack. So. Alles gut, wir drehen uns ganz gechillt um.
Was habt ihr hier drin gemacht, ihr Ferkel? Kamera weg und los. Ja, ich muss immer aufpassen, weil einer spawnt immer hinter mir. Hallo. Oh, jetzt sind zwei Hens oder was? Bist du die Schwester von My Arms? Nee. Er hat's versucht, echt, der Drecksack. Er hat's echt versucht. Es war ein guter Versuch, ne? Er kommt, ihr wart beide auf dem Foto, ne? Ach, Forgive Me ist auch wieder da. Ja, es kann ja alles sein. Ja, ihr und euer scheiß Kusabi. Was hab ich mit dem Kusabi zu schaffen? Vielleicht sollte ich ihn zuerst machen. Und Help Me versucht sich anzuschleichen. Ach so, ich wollte... Ah. Ich kann nichts dafür für deine Hände. Für deine Arms nicht und für deine... generell, für deine Erscheinung. Ich kann... Oh mein Gott! Das war ein Fatal Frame, mein Freund. Sowas nennt man Fatal Frame. So. Warum brennst du? Ich habe jetzt nicht Forgive Me verstanden, ne? Ist einer weg? Jetzt spawnt sie neben mir. Ja, ich vergib dir ja. Aber was? Das war ein Fatal Frame. Gab auch gut Punkte. Der Dreifach-Raute-Schlüssel. Ich weiß. Verdammt. Im Flackerlichtraum. Genau. Genau im Flackerlichtraum. Die Frage ist, wo war. Oh, wieder am Kusabi vorbei, ne? Na. Ja. Oh. Als erstes suchen wir jetzt hier mal eine Laterne, Freunde. Ich habe nämlich absolut keine Lust. Oh, schwach leuchtendes Erz. Oh, ein Geistersteinsplitter. Ja. Ich bin ja nicht gierig, ne? Aber wir haben es verdient. Wir haben es echt verdient. So. Radio, ne? Wollte ich, ja. Dann hören wir uns mal das schwach leuchtende Erz an. Okay, Sai ist abgehauen, so war das, ne? Warum habe ich mit Film... Oh nein! Und ich wundere mich, warum das so toll funktioniert hat. Och, scheiße, ich bin so doof, ne? Ich bin, also... Nee, sowas darf man mir einfach nicht in die Hand geben. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich ja noch nicht. Geistpunkte. Ich sollte... Ich sollte das machen, weil wir haben ja ein Objektiv, was Geistpunkte braucht. Und da bin ich jetzt der Meinung, dass das gar nicht so schlecht ist, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht irgendwer. Ich muss erstmal zur Laterne. Wo waren die? Kurz auf die Karte gucken. Diesmal habe ich ausnahmsweise mal richtig gedrückt. Wir müssen wieder durch den Kusabi rum. Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Auf die Karte gucken. Auf die
Zeit gucken, nicht auf die Karte. Ich meine, wir können auch auf die Karte gucken. Die sagt mir aber nicht die Zeit, die ich schon aufgenommen habe. Hm. So, My Hands haben wir auch getroffen. My Hands ist die Schwester von My Arms. Wahrscheinlich. Und Forgive Me ist derselbe von vorhin. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht. Es geht jetzt hier wieder los drinnen, ne? Ja. Interessiert mich nicht. Du interessierst mich einfach nicht, Kusabi. Weißt du? So aufregend siehst du gar nicht aus. Ja, nur weil bei dir einmal Bondage schief gegangen ist, ne? Musst du mir hier nicht auf den Sack gehen. Die Treppen. Ja, bei ihm ist einmal Bondage schiefgegangen und wir sind schuld, ne? Das finde ich auch scheiße. So, war das hier? Ich werde nochmal speichern. Wenn wir durch den Kusabi-Raum müssen, werde ich einmal öfter speichern, weil ich bin einfach froh, dass ich da durchkomme. Ne? Wartet mal, ich wollte ja eigentlich noch mal was in der Kamera Obscura gucken, ne? Wo stehen denn hier meine Geistpunkte eigentlich? Warte. Ah, warte mal. Vielleicht muss ich sie ausrüsten. Geh doch mal weg. Ja, aber auf jeden Fall... Ja. War doch hier der Flackerlichtraum, oder? Sie brauchen mal 3 Stunden, um die Tür aufzumachen. Das finde ich geil. Ich glaube schon, dass der hier war. Hier, ne? Nee, die war es nicht. Hier war es. Nee, auch nicht. Ah, okay. Das, meine lieben Zuschauer, meine lieben Rabiatoren, das war der Dr. Kunihiko Asu, glaube ich, der da gerade gestanden hat. Haufen Seile. Ich glaube, das ist er. The site of the ceremony must not be spoken of. And home to a place that must not be seen. Oh, die sehen uns aber wirklich sehr ähnlich. Die sehen uns wirklich ähnlich. If I could get a shot of it with the camera obscure. Schriften des Volkskundlers 4. Zu meinem Glück werden die Archive des Dorfes im Haus des Oberpriesters aufbewahrt. Die meisten dieser Aufzeichnungen befassen sich mit den uralten Mythen und Legenden des Dorfes sowie mit den Zeremonien, die hier seit undenklichen Zeiten, was ist das denn, abgehalten werden. Vieles davon ist von großem Interesse für einen Volkskundler wie mich. Die geheime Zeremonie, die in diesem Dorf stattfindet, ist auch als Scharlachopferfest bekannt. Mit Hilfe zweier Zwillingsmeiden des Schreins wird dabei das Tor versiegelt, das zur Hölle führt. Das Scharlachopferfest besteht aus 2 Teilen, dem Warnritual, das regelmäßig abgehalten werden muss, und dem Schattenritual. Letzteres findet statt, falls das wahre Ritual scheitert. Sollten beide Rituale misslingen, kommt es zu einer Katastrophe, die als die Buße bekannt ist. Dann steigen die Toten aus der Hölle auf und der Himmel selbst wird verschlossen. Munakata sagt, Itsuki und Mutsuki
Seine Freunde aus Kindertagen seien verschwunden. Ich muss gestehen, die Tatsache, dass Zwillinge ausgerechnet in einem solchen Moment vermisst werden, weckt mein Interesse. Wir müssen sie finden. Ich habe das Gefühl, sie können uns viel über die Zeremonie verraten. Okay, Itsuki und Mutsuki, dann ist doch... Hatte nicht unser bester Freund hier aus dem Lagerhaus, der hatte doch... Hatte der nicht was von Itsuki... Mutsuki erzählt? Dann wäre er doch jetzt quasi Itsuki, oder? Also würde ich jetzt schätzen, das ist... Ich würde jetzt schätzen, dass er das ist. Der Gute. Ah ja, hier ist die Flackerlichtung. Da liegt ein Toter, ist dir das aufgefallen? Meine Kleine. Oh Gott, ey. Und der steht jetzt wieder auf. Typ 14 Film. Schön. Ich komme an dir nicht vorbei, du bist einfach zu fett. So. Der wird uns dann sicherlich auf dem Rückweg begrüßen. Der Gute. Auf dem Schloss eine rote klebrige Substanz. Was das wohl sein mag? Rot, klebrig. Miu. Klingelt's? Meine Schöne. Oh, was zur Hölle? We promised to stay together forever. We ran from here. But still. They all died. They all died. Mai! Oh, na Gott sei Dank, der ist hier. Mio, what happened? Someone called to me. They told me to come back. They said the ceremony must take place once more. The ceremony? Oh, let's stay together. Oh, erstmal. Mio, forever. Yes, just like we promised. For now, let's just get out of here. Okay. Die Buße ist abgeschlossen. Oh Gott sei Dank. Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben Mai wiedergefunden. Und die Parallelen zu den Zwillingen aus dem Dorf sind ja eigentlich... Also die haben ja viel gemeinsam. Die... Was? Die geheime Zeremonie. Viertes Kapitel. So. Da stehen wir wieder. Oh Gott. Oh, hier liegt auch was, wo sie lag. Sie lag auf dem Kimono, auf dem ausgebreiteten. So, berühren wir das mal. Natürlich müssen wir wieder aufpassen, dass die Geister uns nicht schnappen, ne? Schmetterlingstagebuch. Heute kamen einige Besucher in unser Dorf. Es sind ein Volkskundler und sein Assistent, ein Junge namens Munakata. Er sagt, er sei gekommen, weil er sich Sorgen um Itsuki mache und stellte viele Fragen über ihn, aber man hat uns gewarnt, ihm nichts über das Dorf zu erzählen. Wir konnten ihm nicht verraten, dass Itsuki in ein Lagerhaus eingesperrt wurde und er ihn wohl nicht treffen können wird. Jai. Hatte ich recht. Der Forscher hat eine spezielle Schachtel dabei, die Bilder von Dingen machen kann, und er hat ein Bild von uns gemacht. Mein Gesicht sieht auf dem Bild etwas merkwürdig aus, aber wir haben uns trotzdem sehr darüber gefreut. Die Leute sagen, aus dem Forscher solle ein Sternchen Sternchen werden, weil wir noch nicht bereit seien, weil wir noch nicht gereinigt seien. Wir müssen ihn dazu bringen, vorzugehen, bevor das geschieht. Ich muss mit meiner Schwester eins werden. Es ist das Richtige. Sei. Okay, also... Okay. Nein, ich verschwommene Zwillinge. Okay. Also, das waren Yae und Sai und... Oh, Verzeihung. Entschuldige bitte. Ich wollte das nicht. Ich wollte dich nicht anbumsen. Also ist es so... oder habe ich nur das Gefühl, dass die Sai... It feels like I've been here before.
makes me feel calm somehow. Dass sie irgendwie einen Schaden hat oder so. Auf der verzierten Anrichte sind Puppen aufgereiht. Anscheinend war diesmal ein Mädchenzimmer. Das Haus ist verfallen und einigen der Puppen fehlt der Kopf. Okay, also ich kann es ja untersuchen auf der... Ach so, ja, gut. Ich würde sagen... Ah, ich glaube, ich weiß es. Wir gehen jetzt, wenn wir jetzt rausgehen, ne? Wartet mal, ich will mal kurz die kleine Puppe hier. Ne. Kann ich vielleicht ein Foto davon machen? Ist das vielleicht irgendwie... Soll ich mal ein Foto von dir machen? Kommst du mir nämlich ein kleines bisschen suspekt vor, mein Fräulein. Ja. Ich würde aber sagen, meine Lieben, wir machen das beim nächsten Mal. Dann gehen wir dann raus. Da werden wir dann bestimmt noch die Freude haben mit dem netten Herrin, der da auf der Erde liegt. Denke ich zumindest. Wird wahrscheinlich ein Fight werden, ja. Gut. Ja, bis hierhin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Project Zero Crimson Butterfly. Bis dahin wünsche ich euch was. Bye, bye.